Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator im Rage Mode. Nein, LS19 hier aus Siegem Studio. Mein Name ist Master Schröder, bei uns ist der das Chaos. Hallo. Oh, das war sogar richtig, ne? Ich versuche ja verzweifelt, diesen Hänger wieder zu befreien. Vom Eise befreiten Strom und Bäche durch das Frühling heulen belebenden Blick. So, wer jetzt sagen kann, aus welchem, wo das herkommt, der kann das gerne als Kommentar drunter schreiben. Erdelkön. Falsch. Ja, Gedichte weiß ich nicht auswendig gerade. Ja, muss ja auch nicht. Das muss ja auch nicht sein, aber es war auf jeden Fall falsch. Den habe ich mal in der Schule übertragen. Den Erdkönig. Echt? Also hier dieses von wegen hier in seinem Arm, das Kind war tot, ja? Ja. Weiter zu. Okay. Kind? Genau. Ja, das reicht ja auch hin. Es wäre besser gewesen, wenn er Moped gefahren wäre, wäre er rechtzeitig da gewesen, wäre das Kind nicht tot gewesen. So. Das habe ich irgendwo gelernt, aber das war eine Comedy-Show. Ich kenne das von der ERV. Er reitet zu spät durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem Kind. Er hält es warm, er hält es fest, bis es auf einmal fallen lässt. Das haben die gesungen? Ja, die haben so auf einer CD haben die auch immer so. Catches. Achso, okay. War einer da. Ach, ihr Österreicher, ihr seid schon lustig. Muss ich ehrlich sagen, ihr habt einen ganz eigenen Humor. Aber er gefällt mir. Und du wolltest die Wahlstory weiterspielen? Ich wollte die Wahlstory weiter erzählen, genau. Also, da sind sie also in Star Trek 4 mit dem Buckelwalen halt eben. Oder sind bei so einer Forschungsstation, wo es halt die Buckelwale gibt. Und. Ich bin nicht mal angehoben hier. Nee. Ich mache ja Dinge, sie sehen nicht gut aus. Es tut mir leid. Und auf jeden Fall wird dann von dieser Walfangstation lässt dann einer auch noch die Wale wieder frei, dass sie in freier Wildbahn unterwegs sind. Und als sie da in freier Wildbahn unterwegs sind, da sind sie natürlich hinterher geflogen, weil die hatten Peilsender dran. Also die Wale. Und naja. Und dann fliegen die halt eben quasi so da lang und dann sehen sie, wie sie dann. Wie viele Saatguten? Oh. Einer. Okay. Ja. Das war der, den wir letztes Mal da oben stehen lassen. Ja. So. Gut. Das zudem mit dem Saatgut. Aber auf jeden Fall fliegen die dann halt aufs offene Meer, ne? Und da ist dann gerade auch so ein Walfänger unterwegs, der dann gerade natürlich genau diese Wale auch im Visier hat. Die ja an Schiffe gewohnt sind, deswegen hauen die nicht ab, ne? Und dann fliegen die natürlich mit dem Bird of Prey dahin. Der Bird of Prey hat ja natürlich diese großartige Eigenschaft, dass er eine Tarnvorrichtung hat, ne? Also die Klingonen haben ja eine Tarnvorrichtung. So. Und dann fliegen die halt mit der Tarnvorrichtung da eben hin, dazwischen. Keiner sieht was, keiner merkt was. Es ist auch nirgendwo irgendwas zu sehen, so von wegen irgendwie, dass da irgendwo ein Flugzeug langfliegt, dass da irgendwo Luftverwirbelungen sind oder so. Natürlich nicht, ne? Keiner kriegt was mit davon von den Walfängern. So, das ist mir voll die Schaufel. Von den Walfängern. Ja, die kriegen das auch nicht. Die auf dem Walfangschiff, ne? Die schießen dann mit ihrer Harpune und mal mitten in der Luft ploink, ne? Und dann fällt die Harpune einfach so runter. Und die wundern sich natürlich, ne? Was ist da denn im Weg? Wie geht das denn? Und jetzt ist auch noch der Hänger voll und auch meine Schaufel ist nicht ganz leer geworden dabei. Ach Mann, ich werde wahnsinnig hier nochmal. Ich werde nochmal wahnsinnig hier. Das mit der Silage, also da spielt man sich aber auch in Händen. So. Jetzt werde ich mal mit Schwung hier von hinten gegen den Hänger ballern. So viel Schwung, wie ich hier nehmen kann. Ich hoffe, dass ich ihn ein bisschen anschieben kann dadurch. Oder so ein bisschen, die Richtung sich verdreht. Auf jeden Fall, alle sind so wild am Wundern und am Machen und am Tun, nicht? Und dann enttarnt sich natürlich das Raumschiff, ne? Nachdem dann der Walfänger so ein bisschen ungläubig guckt und die Crew davon, ne? Und ja, dann fliegt da halt so ein Bird of Prey rum, 1984, und hält dann so ein Walfänger davon ab, Wale zu fangen. Das ist schon ganz geckig. Und dann beamen sie die Wale an Bord, indem sie, also das war auch ganz lustig, oder eine lustige Szene, in dem Film ist auch. Na, was ist denn du hier? Vorwärts oder nicht vorwärts? Okay. Ich glaube, ich brauche deine Unterstützung hier. Ich glaube, hier hat sich
Hier hat sich irgendwas richtig verbuggt gerade. Und wie, wo haben die die aufs Schiff gebeamt? Den Hangar und den haben sie geflutet oder wie? Ja, nee, die haben ein großes Bassin gebaut und da wollte ich gerade drauf kommen. Das war auch ganz lustig, weil sie haben dort ein Bassin, das ist ja echt fies, ein Bassin aus flüssigem Aluminium gebaut. Also, Alter, was ist denn da? Was macht denn der Trecker hier mit mir? Das gibt's ja gar nicht, sowas. Was darfst du keinen anbieten hier? Also hier ist irgendein Buckel in der Luft, der ganz fies ist. Ah. So, hängen wir nochmal ab. Fahren wir hier nochmal ein Stückchen vor hier. Ein bisschen nach so. Vielleicht zieht sich's dann rum. Und da sind sie in so einer Firma, die quasi so Materialien herstellt. So bestimmte Materialien. Mitunter sitzt dann halt eben Scotty da mit am Computer. Und soll den Computer bedienen und sagt natürlich, Computer, berechne mal das und das, ne? Oder mach mal das und das. Und naja, da kriegt er dann natürlich gesagt, Mensch, das ist hier, ne? Du musst hier das Mausgerät benutzen. Ja. Und dann guckt er diese Maus so an. Und jetzt bin ich raus. Aber der Hänger ist doch gar nicht voll. Hm, das ist auch wieder komisch. Konnte ich nie mehr aufladen. Und spricht er, ne? Genau, er nimmt die Maus dann hoch und spricht dann in die Maus rein. Das ist schon eine echt geckige Szene, muss ich ehrlich sagen. Kennst also, du Sheldon? Young Sheldon kenne ich auch, ja. Da die Oma, die haben ja in, die haben in einer Folge mal. Ja. Und dann am Ende jeder den benutzt. Ja. Die kleine Schwester sucht halt nach. Modetrends, die Mutter nach Bibelsachen, der Vater nach Paul und der, der ältere Frauen. Ja, nach leicht bekleideten Frauen oder so. Und ja. Dann am Ende kommt die Großmutter eben, halt die Maus und spricht auch in der. Ja, das ist wahrscheinlich so eine. Aber sie sagt so zum Hommage. Computer Hallo. Keine Fotos machen während der Fahrt. Ja, das ist halt so eine kleine Hommage, denke ich mal, auch an diesen Film. Also weil Star Trek ist ja für Sheldon oder für Big Bang Theory generell ja doch ganz schön auch ausschlaggebend gewesen, dass da ein bisschen was passiert ist und dass sie da was geguckt haben und gemacht haben, ne? Ja. Und auch ein paar Gags haben sie. Saßen. Ein paar Gags haben sie genommen. Ein paar Gags haben sie darauf auch ausgebaut. Aufgebaut. Das ist halt so. Aber kann man halt nicht ändern. Und also ich fand den Film richtig gut. Also Star Trek 4 habe ich mir sehr gerne angeguckt. Aber ich muss auch sagen, ich fand auch Star Trek 1 ganz gut, wobei der ein bisschen zerrissen wurde. Weil die Raumsonde Voyager, die quasi wieder zurück zum Heimatplaneten kommt und um sich drumherum eine riesen Wolke gebaut hat und quasi Menschen dematerialisieren kann, um das Wissen des Menschen quasi in sich aufzunehmen und okay. Das ist alles so ein bisschen. Also wo man sich fragt, was die Drehbuchautoren geraucht eigentlich. Ja, so nach dem Motto, also da ist viel Fantasie nötig, um das quasi irgendwie glaubhaft irgendwem zu erklären, dass das ein guter Film ist. Wobei das, ich, wenn manche Serien sich ab und zu ernst. Ja gut, das ist ja okay. Also wenn man sich selber so ein bisschen auf die Schippe nimmt, ne, bei solchen Sachen. Also wenn man auch die vierte Wand ein bisschen durchbricht, ne? Ja, dauerhaft so ab und zu. Ja, ja. Das hat schon was. Dann in Stargate haben sie halt auch immer wieder Referenzen zu anderen Seiten. Da landen sie mit einem Raumschiff auf einem Planeten und dort treffen sie halt so Händler, also so Schwarzmarkthändler quasi, Weltall-Schwarzmarkthändler. Ja. Und ja, eine Händler fragt den Jack O'Neill so, ja, wie
denn dein Name? Also Luke. Luke Skywalker. Ah ja. Und sowas. Weil er heute den echten Namen nicht sagen wollte. Ja, es gibt halt. Das ist schon geckig. Und er wollte, dass das erste Raumschiff, was die gebaut haben, halt Enterprise heißt. Ja. Aber der Präsident hat's abgelehnt. Das hat beim Space Shuttle das geklappt, ne? Ja, aber ist die. Sie ist nur gelandet. Okay. Ja, ich glaube, das war nämlich so ein Ersatzding, oder? Nee, ein Dummy war das. Das war das erste Ding, was quasi Prototypflüge machen wollte, wo man rausfinden wollte, wie schnell das Ding landet. Im Übrigen hat der erste Pilot, der das Space Shuttle gelandet hat, den goldenen Backstein verliehen gekriegt von der amerikanischen Society für Gleitflüge oder sowas. Weil das wohl die schnellste oder der schnellste Sinkflug im Gleiten war. Also die wollen ja eigentlich lange oben bleiben, ne? Aber weil der halt eben so schnell runterkam. Ja, ich meine, da kann er ja nichts doch. Haben sie ihm irgendwie einen goldenen Backstein oder irgendwas haben sie ihm verliehen. Das fand ich auch ganz lustig. Ja, und dass das Ding Enterprise hieß, das war wirklich, die Fans von der Serie Star Trek haben an die NASA geschrieben. Dass ja, auch sicher Enterprise einige NASA-Ingenieure. Ja, ich meine, also, ich sag mal so, ich glaube auch, dass viele von diesen NASA-Ingenieuren NASA-Ingenieure geworden sind, weil sie Enterprise geguckt haben. Ja, oder eine andere Science-Fiction. Ja. Ja, die... Ich fand sie auch lustig, die kritische Organisation das Internet gefragt hat, wie sie ihr Forschungsschiff nennen sollen. Ja. Und ein Radiomoderator hat dann gesagt, ja, alle sollen für Boaty McBoatface stimmen. Also man konnte auch Vorschläge machen und wenn genug Leute dafür gestimmt haben, wurde der halt gewertet. Ja. Und dann hat halt Boaty McBoatface gewonnen. Aber sie haben das Schiff nicht danach genannt. Sie haben es dann nach irgendeinem ehemaligen Forscher, der die Arktis damals erforscht hat, benannt. Und haben dafür aber dann den Tauchroboter, der mit oben an Bord war, haben sie Boaty McBoatface. Ja, frage nie das Internet nach einer Meinung. Feld ist fertig. Ja, dann hast du noch ein zweites daneben, oder nicht? Ja. Hast du oder aufs gemachte Feld gefahren? Ja, das ist egal. Trotzdem. So. Stelle ich noch mit Rad um. Ich glaube mit der Taste Z. Ja, aber dann muss ich... Das stimmt. Abschalten? Abschalten musst du ja. Haben wir gesagt, Raps, oder? Ja, mach ruhig Raps. Was wir wirklich gesagt haben, das müssen wir nachgucken in den Videos, glaube ich. Das dürfte Raps gewesen sein, weil Sojabohnen. Ja. Und Sonnenblumen können wir noch nicht ernten, aber das Schneidwerk noch nicht hier. Also es ist zwar anstrengend mit dem ganzen Hin- und Hergefahren hier von der Silage, aber es bringt halt echt Kohle, ne? Also die zwei Hänger, die ich jetzt hingebracht habe, die haben über 2800 gebracht. Ein bisschen dichter noch. Also da haben wir schon gute Einnahmen durch. Da können wir schon wieder Schafe für kaufen. Noch haben wir ja Platz für Schafe. Können wir noch eine Farbe ein bisschen promoten. Welche Schafe hättest du denn am liebsten? Davon, wo wir schon den meisten. Das weiß ich jetzt nicht mal. Sind, glaube ich, zwei Farben gleichwertig. Gleich viele davon da. Dann davon die ersten. Das auch noch. Denke ich etwa zu algorithmisch? Ich will dir nicht zu nahe treten, aber manchmal hat man Angst, dass du ein Roboter wärst. Stimmt nicht. Exterminate.
Sagt ihr das was? Ja, ja. Gut. Terminator? Nee. Aber bekannt. Das ist so. Nein. Das ist nicht Doctor Who, Exterminate, wo die Roboter... die kleinen Dinger. Ja. Ich hab die ganzen Lampen an der Seite so. Ich hab das bloß in der Doku gesehen, ich hab Doctor Who auch nicht geguckt. Das ist, glaube ich, auch ein ganz großer, eine ganz große Wissenslücke, die ich habe, aber was willst du machen, so ist das Leben. Ja. Der Uni-Kolleg letztens, wo man eintragen kann, welche Serien oft und dann wird berechnet, wie viel man weiterhin verwendet hat. Wow. Okay, ja. Ich habe gemeint, ich will mir die lieber nicht runterladen. Ja, das glaube ich auch nicht. Also ich habe, ich muss mal sagen, ich habe mal ausgerechnet, wie viele Tage ich schon verbracht habe mit Videoaufnahmen, ne? Okay. Das möchte auch keiner wissen. Also das waren schon, das war schon. Aber das schon sogar theoretisch nicht auf YouTube berechnen? Nee. Weil du siehst bloß die Anzahl der Videos, aber nicht die, die Länge. Also die durchschnittliche Länge deiner Videos siehst du nicht. Nein, ich meine... Sollte aber eigentlich über die API. Ja, theoretisch. Also da kannst du es ganz genau ausrechnen, wahrscheinlich auf die Sekunde. Ich habe einfach angenommen, dass meine Videos 20 Minuten lang sind alle, im Schnitt. Was ja so in etwa hinkommt. Ja, aber du bist ein bisschen... Dafür sind... Eben. Dafür habe ich auch 40 Minuten Videos von Factorio zum Beispiel. Das gibt sicher schon das fertige. Ja, bestimmt. Aber auf jeden Fall, das war sehr lang. Genauso, das sind ja doch weit über 3000 Videos mittlerweile. Genauso wie es eine Seite gibt, Wasted in LOL. Wasted Time in LOL. Da siehst du halt, wie viel Zeit. Das ist aber wirklich Wasted Time, ne? Also. Ich finde schon lustig, ab und zu. Aber ich muss sagen, ich mag halt keine Ranked dort oder so spielen, wo die so salzige. Ich habe gestern einen Stream geschaut. Toll. Ja. Und der Stream hat halt gesagt, ja, er hat schlecht das eigene Team. War keine Kanzlei. Ja. Und dann am Ende hat das eigene Team der Lobby geschrieben, ja, das, die haben verloren, auf jeden Fall. Und das eigene Team hat dann geschrieben, ja, das Gegnerteam war so eigentlich so schlecht. Okay. Aber sie haben verloren. Naja. Man hat es manchmal nicht leicht, ne? Bei mir ploppt jetzt die ganze Zeit ein Schiff auf und. Weil wenn du einen gewissen Winkel in die Ferne einen gewissen Winkel spawnen die ganz entfernten oder zumindest das Schiff dahin. Ja. Du bist hier ja nicht dazu, damit du hier deinen Grafikfetischismus ausleben kannst. Nein, nicht ganz. Also muss ich ehrlich sagen, also es sieht doch schon gut aus. Also die Trecker sehen gut aus. Und so, also das hat schon... Nein, die Traktoren und... Landschaft könnten sie einiges. Na, ist mir vielleicht nicht verkehrt. So, habe ich jetzt das Ding hier leer oder ist es nicht leer? Vielleicht bei den Distanz. Weil ich meine, da schön und müsste nicht so detailreich sein. Jo. Das Silo ist leer. Ich fahre nochmal 8000 Silage weg. Sehr schön. Dann haben wir das auch geschafft. So, du siehst jetzt das zweite Feld an, ne? Sehr gut. Dann werde ich das erste Feld nachher gleich nochmal düngen. Hast du die Gabel mit oder die Schaufel? Ich habe die Schaufel dran, wieso? Naja, weil wieder 5 geblieben. Wärst mit Gabel dort gewesen, hättest du... Hm. Ja, du kannst ja nach deiner Saat nochmal hochfahren, kannst sie abholen dann mit der Saatmaschine. Aber ja. Dann musst wahrscheinlich sowieso nochmal Saat kaufen. Hast du auf die Uhr geschaut? Nein, habe ich nicht. Wieso ist da? Ja. Ist gleich soweit? Es ist gleich soweit. Ja.
Mensch, diesmal kümmert es ist nicht mal ein Rage Quit hier heute. Wie beim letzten Mal. Jetzt ist es soweit. Ja, dann war das eine sehr schöne Folge von LS19. Wir haben es endlich geschafft, das Silo leer zu fahren. Ich bringe den Restsilage hier nochmal zurück. Damit werden wir nochmal, naja, so ein paar hundert Euro machen. Und vielleicht kriegen wir noch 1000 zusammen. Und Chaos ist fleißig am Ansehen. Wie ihr bei ihm ja seht. Er seht, wie ihr es seht. Komm, der muss auf der Zunge zergehen, ganz kurz. Alles klar, wie ein Stückchen Butter. Bist nicht Thompson. Nein, das bin ich nicht. Der ist leider nicht hier. Die Dori ist leider auch nicht hier. Da müssen wir auch nochmal drüber reden. Aber da gibt es gerade, glaube ich, ein PoE, gibt es ein Event. Aber wir wollten ja verabschieden uns, ne? Also, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss. Ciao.